Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen hier im neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr Hübschen, es ist jetzt kurz nach 7. Ich sitze gerade so ein bisschen vom Ofen. Aber wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich werde erst gleich zur Schule fahren, eine Kleinigkeit einkaufen. Und das Ding ist, draußen hat es so viel geschneit gestern. Mein Schnucki fehlt gerade oder schiebt gerade Schnee draußen. Und ich hoffe, dass wir gleich gut in der Schule ankommen. Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr langsam fahren. Also ich weiß nicht, wie die Straßen sind. Gestern war das doch, wir waren ja mit Max noch unterwegs und einige Stellen waren dann doch echt recht glatt, gerade die Stichstraßen. Also die Hauptstraßen, gut, sobald die geräumt sind, ist es okay, aber so jetzt die ganzen Nebenstraßen ist eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht. Also es ist richtig heftig. Ja, also. Ich muss noch ein bisschen was einkaufen gleich, wie immer eigentlich fast wie täglich, weil ich immer so kleine Mengen einkaufe, immer so für den Tag so ein bisschen oder vielleicht höchstens für den zweiten Tag. Dementsprechend bin ich irgendwie gefühlt Dauer einkaufen. Ne? Na gut, ihr Hübschen. Also, ich werde jetzt einmal erst sagen, dass wir los wollen und dann geht es auch schon in die Schule. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das sehen könnt. Mein Schnucki hat da, oh mein Gott, guck mal, der Berg, der wird immer höher. Ne? Meine ganze Rosssäule ist eigentlich schon fast weg. Krass, also der Schnee wird ihr bestimmt nicht gut tun. Und Adrian schiebt, ne? Heftig, Berge. Also wir haben Berge, wobei sie eigentlich jetzt für die nächsten Tage Plusgrade vorhersagen. Ne? Mal gucken, ob das alles eintritt. Ups, sorry, ich hau euch hier gegen die Tür. Na gut, wir ziehen uns jetzt an und ja, versuchen zur Schule zu kommen, ne? Guck mal, mein Schnucki ist schon fertig. Das ist Ash hier kommt jetzt an. stockdunkel, auf deiner Kamera nicht? Nee, guck mal. Wie macht ihr das Stimmt, denn? oder? Das weiß ich nicht. Hat sie Guten Morgen, irgendwie Mäusi. eingebaute Beleuchtung oder so? Morgen. Das Ja. Sprachzentrum ist noch nicht an. Nee, also wir fahren jetzt los. Ciao. Adam hat alles hier weggeschoben. Hier Ich ist mach den mal überall. schön sauber hier, ne? Ja, danke. Mit deinem Rücken, ne? Ja, macht nichts. Ich habe gerade eben Ash abgeliefert und bin recht langsam, also langsam gefahren, machen irgendwie alle aber auch. Und wenn ich im Einkaufszentrum stehe, irgendwie auf dem Parkplatz, wo ich gar nicht sehe, ist ein Parkplatz oder nicht, weil hier nichts, also wurde nur so nach vorne geschoben, der ganze Schnee, aber man sieht halt nichts, wo die Parkbuchten sind. Ne? Aber nun gut. Also, wir gehen jetzt einmal ganz kurz zu Rewe, würde ich mal sagen. Und kaufe ein bisschen ein. Er schreibt gleich einen Test in Chemie. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Und ja, ich würde sagen, wir düsen mal los. Also viel los ist hier generell nicht. Ne? Also auf der Straße war gerade eben schon, aber hier im Einkaufszentrum nicht. Komisch, wundert mich jetzt ein bisschen. Aber nun gut, ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell zur Rewe rein. Ich sehe gerade, sie haben sogar Hyazinthen. Guck mal, habe ich eine mitgenommen jetzt. Ich habe schon ein bisschen was mitgenommen. Eier, ah, ja, eigentlich wollte ich zum Bauern, aber der Weg ist mir ein bisschen zu verschneit da. Eukalyptus habe ich mitgenommen, so eine kleine Tanne und einmal Hyazinth. Und jetzt wollte ich nochmal für Ash, er hatte gesagt, Sonnenblumenkerne in Weiß, aber gibt es die gerade nicht. Sehe ich hier gerade. Ist nichts mit Weiß, das sind nur solche. Dann nehme ich die, damit er überhaupt irgendwas hat. Also, ich habe ein bisschen mehr jetzt mitgenommen und wollte gerne heute was ausprobieren, was Neues. Wir haben ein Rezept mit den Würstchen, Wraps sozusagen. Und was haben wir denn noch? Das brauche ich nachher. Es wird quasi so eine Art Hotdog werden. Also, dann habe ich zu Hause, dann habe ich einen Kürbis mitgenommen, Frischkäse, Paprika, Tomaten, Gouda und einmal die Soße. Fertig, haben wir lange nicht gehabt. Genau, das war's auch schon. Für diese faulen Hotdogs habe ich nochmal Gurken mitgenommen, fiel mir noch ein, Gurken und so eine Remoulade. Normalerweise braucht man nur Ketchup und Mayo und Käse, den hier. Das war's auch schon. Und jetzt geht es einfach für mich zur Kasse. Ihr Lieben, ich bin jetzt zu Hause, habe eingekauft, es ist 9. Ich habe wieder jemanden getroffen von früher. Wir haben so lange gequatscht wieder. Und ich hatte im Blumenladen was geholt und zwar einmal Eukalyptuszweige. Ich wollte gerne mal was machen. Ich überlege, diesen Kranz einmal auszutauschen, Adventskranz in Grün. Er rieselt jetzt schon seit ein paar Tagen. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht mache ich einfach eine Schale, also wenn man den anfasst. Wenn man schiebt. Tannenzweige, ne? Beziehungsweise, also es ist Tannennadeln, nicht Zweige. Hatte überlegt, ob ich vielleicht so eine Schale mache oder so mit den Kerzen. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir das. Oder ich muss es vielleicht zwischendurch mal rausbringen. Also auf jeden Fall nadelt er jetzt schon. Wir haben gerade mal einen ersten Advent jetzt irgendwie gehabt. Und die Überlegung war einfach eine Schale mit Steckschwamm habe ich sogar beim Blumenladen gekriegt. Mit ein bisschen Eukalyptus.
die Kerzen. Vielleicht kann man auch Sukkulente nochmal einarbeiten. Ich guck mal, was ich dann nachher mache, ob ich überhaupt irgendwie was mache oder ob ich das mal so lasse. Und dann sammle ich halt immer die Tannennadeln ein. Ja, der Einkauf, den habe ich euch gezeigt. Das Einzige, was ich noch geholt habe, ist einmal solche Würstchen. Ich wollte für die Kinder hier oben auch halt diese faulen Hotdogs in der Auflaufform machen. Das zeige ich nachher das Rezept. Ich werde aber jetzt langsam ein bisschen was vorbereiten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt frühstücken schon. Ich müsste nur einmal ganz schnell das Badezimmer sauber machen. Und dann werde ich anfangen, Essen vorzubereiten, denn heute kommt meine Mama mit Klaus. Die bringen Vareniki und Pelmeni mit, hat sie ja ganz viele gemacht. Und bei der Gelegenheit, ich habe sie gestern gefragt, ich so, Mama, willst du vielleicht den Tisch haben? Und sie sagte, oh ja. Die hat sich voll gefreut und sagte, natürlich will ich den haben. Fand den anderen auch schön, die sagte nur so auf dem Bild, dass sie ist dann nicht ein bisschen zu klein. Ich habe gesagt, nee, also reicht eigentlich völlig. Sieht auch ganz nett aus und ja. Auf jeden Fall kommen die heute. Ich weiß nicht, Klaus meinte schon so im Hintergrund, ah, das passt nicht ins Auto. Ich habe gedacht, also gut, er muss halt vielleicht die Sitze ausbauen oder so. Er hat ja Ford Fiesta, glaube ich, oder so. So etwas größeren, aber im Grunde, ich weiß nicht, also ich denke, man kann die Füße zum Beispiel bei diesem Tisch hier nicht abschrauben, weil er einfach so im Ganzen ist, wisst ihr? Ich weiß nicht, ob er bei denen reinpasst oder nicht. Vor allem, hier ist ja noch die Glasplatte. Man muss wirklich ganz, ganz vorsichtig transportieren, das Ganze. Ich meine, in den Turan passt er rein. Ich meine, wir haben den sogar so da reingeschoben bekommen. Zur Not muss ich dann nochmal fahren oder so. Gucken wir mal, ob der heute rein kann oder nicht. Und nee, die Füße, glaube ich, kann man nicht unbedingt abbauen. Da muss man nämlich diese Platte abbauen, meine ich. Irgendwie so. Ja, nee. Ich weiß nur, dass wir ihn zusammengebaut haben. Der war so ein bisschen komplizierter zusammenzubauen. Nee, da ist auch nichts. Nee, wir gucken mal, ob wir den reinbekommen. Ansonsten muss er halt in den Turan rein. Die Straßen jetzt waren schon so ein bisschen besser zum Befahren. War zwar alles Matsche, Pampe, ne? Aber man rutschte schon nicht mehr so doll. Deswegen, wir haben jetzt auch plus 1 Grad, glaube ich, oder 0. Plus 1 vielleicht oder so. Danke, Hübschen. Also wir haben ein bisschen was vor. Ich muss ordentliche Gas geben. Ich gehe jetzt einmal ganz schnell erst Einkauf wegräumen und dann das Badezimmer sauber machen. Ich habe bei uns im Gefrierschrank einmal diesen Kuchen oder diese Torte gefunden. Ich weiß gar nicht, wie die schmeckt. Mal gucken, wie die gleich aussieht. Also im Grunde ist sie so. Das ist mit Honig und obendrauf ist Kakao drauf gestreut. Und ich glaube, das ist fast so ähnlich wie was in der Torte. Auf jeden Fall diese. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gekauft habe. War das russische Laden? Wahrscheinlich ja. Auf jeden Fall schmeckt die, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wenn meine Mutter nachher kommt, gibt es nachher Essen und einmal was für den Nachtisch. Gerade zu vierfach.
heute kommen ja ganz viele Pelmenis und Varenike von meiner Mama. Und ich habe gedacht, bevor ich da hier stehe und nicht weiß, wohin damit, muss es irgendwie so ein bisschen optimiert werden, weil es einfach, ja, so durcheinander war. Also wir haben eigentlich hier ein Fach fürs Fleisch. Hier sind die Früchte. Hier ist so Teigware, so Pelmeni, Varenike, Cibrike und so weiter. So, hier ist Gemüse und hier sind diese asiatischen Sachen, die wir eigentlich echt essen müssen. Also schon, wir müssen das Gefrierfach aufessen. Genau, und hier sind auch wiederum irgendwie, guck mal, das gehört eigentlich hier rein. Wo ist das, die Asia? Da. Und hier sind auch wieder Varenike, Pelmeni, also das muss alles gegessen werden. Und hier oben Spinat, Fisch eigentlich. Eigentlich. Und hier haben wir Butter. Genau, das war es auch schon. Also ich hoffe, dass ich das alles unterbekomme gleich. Und meine Mutter, ich habe ja gerade ganz kurz mit ihr geschnackt, die sagte, wir wollten doch nur die Pelmeni und Varenike herbringen. Ich habe gesagt, Mama, wir essen, es ist halt eine Essenszeit, ne? Die meinten sie so gegen 11, 12 da. Ich hoffe, die kommen ein bisschen später. Dann können wir was essen. Ich habe schon was vorbereitet. Das steht alles auf dem Herd schon. Ich habe schon mal soweit vorbereitet. Und zwar haben wir hier Kartoffeln, Bohnen, dann Soße, Brokkoli. Genau, jetzt muss ich nur noch, mein Stück wollte gleich Fleisch machen. Und zwar in diesem Topf hier. Der ist richtig gut dafür. Dafür brauchen wir gleich nochmal ganz viele Zwiebeln. Machst du zuerst Zwiebeln, dann das Fleisch oder wie machst du das? Ach, das ist glaube ich egal. Achso. Einfach alles rein. Mein Profikoch, was Gulasch angeht. Nicht doch. Profi, das ist hier experimental. Na gut, dann so. Also, beim letzten Mal habe ich ja erst angebraten. Ah ja. Aber ich glaube, das ist total Banane, weil das wird ja sowieso zerkocht. Irgendwie. Ja, genau. Die Zwiebeln bringen die Soße. Ja, und dann ist schon fertig, ne? Ja, siehst du. Supi. Ich bin voll traurig gerade, muss heulen. Weil ich hier gefühlt ein Kilo Zwiebeln geschält habe, erstmal noch nicht mal geschnitten. Jetzt haben wir keine Zwiebeln mehr. Jetzt muss ich schon wieder einkaufen. Seht ihr, so schnell geht das. Leute, eigentlich haben wir uns gerade kurz so ein bisschen vom Ofen gemütlich gemacht. Und guck mal, was der hier macht. Er ist gerade auf mich raufgesprungen. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Die Kinder sind mal kurz nochmal zu Rewe. Die haben von mir auch nochmal einen Auftrag bekommen, ein paar Zwiebeln so mitzunehmen und Tiefkühlhimbeeren. Muss ich es nicht machen. Guck mal. Und Leo war gerade draußen. Er hat, glaube ich, zu viel Energie. Ja, also, es ist jetzt kurz vor 11. Ich glaube, ich muss jetzt aufstehen, schon mal den Rest weitermachen. Aber eigentlich sind wir ganz gut davor mit der Zeit. Wenn du so erzählst, ja, dass wir hier so gerade gemütlich vorm Ofen sitzen. Ja, guck mal, Aran sitzt. Ich liege. Dann musst du auch den Ofen mal zeigen. Da, guck mal. Also nicht den Dreck da unten. Das musst du ja so hinter dir verstecken, den Dreck. Ach so. So, weiter runter. So, ich glaube so, ne? So vielleicht. Okay. Was weiß ich. Na, ist egal. Dreck ist immer hier, ne? Also das ist halt. Nein, hier ist nie Dreck. Man braucht hier bist du. Deswegen ist hier kein Dreck. Man muss außer da, wo ich bin, am Ofen, da ist es dreckig. Ja, man braucht nochmal die Tür zu öffnen und dann ist da teilweise auch schon die Asche raus. Also daher. Wer einen Ofen hat, kennt es, ne? Man kann aber auch nicht immer, also zwischendurch saugen wir schon auf oder sammeln auf. Aber nicht immer. Ist eigentlich geil, ne? Wir wollen wir aufstehen? Was willst du? Und weiter geht's. Also, jetzt mache ich einmal oder bereite schon mal soweit das Essen vor für die Kinder. Es gibt heute so eine Art faule Hotdogs. Ich habe das schon mal gemacht. Das ist schon ein bisschen her. Man braucht dafür diese folgenden Zutaten. Und zwar habe ich jetzt einmal Würstchen, einmal vegetarische oder vegane Würstchen für die Großen. Dann haben wir Röstzwiebeln, Käse, Hotdog, Remoulade. Dann haben wir Mayo, Ketchup, Gurken, Hotdog, Gurken und Wraps. Das sind aber allerdings, Lavash heißen sie, das sind so eckige. Hier kann man gut nämlich die Würstchen einwickeln. Eine Auflaufform, ja, und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Das heißt, ich werde zuerst die Würstchen hier einwickeln, jeweils in einem von diesen Wraps, sage ich jetzt einfach mal. Und dann werden die einfach hier in die Auflaufform gelegt. Ja, und später kommen sie erstmal in den Backofen. Das
Ganze geht jetzt einmal in den Backofen. Es wird ein bisschen gebacken bei ca. 180 Grad, also wirklich relativ kurz, damit halt die Wurst ein bisschen aufgewärmt wird. Und wenn es wieder rauskommt, wird Scheibenkäse darauf gelegt, also einfach so verteilt. Geht es wieder ein bisschen in den Backofen, dann kommt es wieder raus und dann könnt ihr einfach euch austoben, quasi wie bei einem Hotdog. Ich habe jetzt hier Mayo dazu, dann Ketchup, dann ein bisschen von der Remoulade, ein paar Gurken und ein paar Röstzwiebeln. Das wird einfach so alles verteilt und dann kann sich jeder nachher bedienen und das essen. Mittlerweile habe ich auch schon Salat geschnitten und zwar haben wir hier frischen Spinat, Gurke, türkische Paprika, Dill, Tomaten, ein bisschen Gewürze und dann brate ich dafür gleich Auberginen an. Ach ja, eine Zwiebel fehlt mir noch, die mir Max gleich mitbringt. Ich habe keine Zwiebeln. Würde ich auch gerne damit reingeben. Genau, und dann ein bisschen Olivenöl und dann ist der Salat auch schon fertig. Es ist da. Die haben uns jetzt, du sagtest zwei von den Kroketten. Genau. Achso, ja, für Notfall. Ha? Ich dachte, vielleicht 500 Gramm sind zu wenig, weiß ich nicht. Supi, danke schön. Ja, Zwiebeln. Supi. Guck doch mal dieses wunderschöne Werk an. Ja, dann bis später. Bis gleich. Ach ja, bis gleich. Oma kommt ja schon gleich. Ja, stimmt, gleich klar, oder nicht? Es ist 11:30 jetzt. Bis gleich. Bis gleich. So, meine Mama und Klaus sind da und guck mal, was ich bekommen habe. Und der 80 Kilo. Was ist denn da, so eine Christrose? Ja, also Klaus meint, der Tisch passt nicht ins Auto, meint er. Und meine Mama meinte, doch, wir kriegen das irgendwie hin. Wir gucken gleich mal. Wenn nicht, dann nehmen die nur die Schublade mit und das Glas und ich kann ja den Rest nach vorne. Ja, guck mal, die vergleichen die Bäuche. Und meine Mutter hatte uns... Oh. Guck mal, Benini. Ah, Mama hat beschriftet, sagte sie. Nikolosi. Das ist krass, sie meinte 5 und hat sie geschrieben, ne? Bilmini. Bilmini. Und weil Jenike meinte, sie hat sie auch beschriftet, damit wir wissen, wo das ist. Ja gut, dann packt sie es einmal schnell ins Papierfach. Guck mal. Gut, dass ich das Fach hier leer geräumt habe vorhin, ne? Varenki Pelmeni, alles beschriftet. Also, wieder alles proppevoll, ne? Leo hat sich jetzt ausgiebig ausgebellt, alle begrüßen. Ja. Und Mama will nachher bei Karstadt eine Kaffeemaschine haben, ne? Ja. Wo denn? Ist das ein Katalog oder kann man das da bestellen? Marina, das war mit der Illustrierten oder mit der Zeitung, weiß ich nicht. Ach so, okay. Aber war eine coole Kaffeemaschine. Ja. Cool ist nicht, aber Angebot ist nur. Ne? Ja, was soll das? Musst du hinten gucken wahrscheinlich, ja? Nee, das ist. Achso, ja, das ist eine gute Marke, WMF. Ja. Mhm. Von 100 auf 70. Die hält auch heiß dann, ne? Ja, das ist dir auch gut, ne? Ja, das ist cool. Mhm. Klaus hat schon mal die Schublade rausgeholt, hat schon mal ins Auto, wollte ins Auto legen. Ich denke, wie gesagt, der Tisch passt nicht bei denen rein. Das heißt, die werden wir heute nachher mit Max nochmal in unser Auto reinpacken und fahre ich morgen hin. Also, ich habe jetzt Essen gemacht. Das Essen auf dem Herd kocht schon, die ganzen Kartoffeln und so weiter. Und Max holt übrigens Ash ab, Gott sei Dank. Ich habe jetzt die Teilchen, jetzt hier die Würstchen, im Backofen gehabt bei 180 Grad, ungefähr 5 Minuten. Jetzt kommt die Käse rüber und dann geht es wieder rein. Max holt gerade Ash von der Schule ab, netterweise, und wir wollen gleich essen. Das ganze Essen ist fertig. Die kommen auch schon gleich, dauert nicht mehr lange. Und diese Teilchen, die faulen Hot Dogs, würde ich mal sagen, sind fast fertig. Ich würde es immer ganz gerne jetzt einmal alles gestalten und dann können wir es auch schon essen. Ich bin gespannt, wie das Ganze schmeckt. Mal gucken, so mache ich das jetzt hier einmal Gurken rauf. Okay.
Сейчас я снимаю. Либлингс-хот-дог. Сейчас я вот так просто разыграю. Я купила еще вот это, она мне говорит, возьмите, попробуйте, арабиши брод. Как Кристина едят, вот такие тонкие. Aber da habe ich Weißbrot. Man muss toasten tonke. Vielleicht. Es gibt auch Dunkelbrot. Сегодня я вообще сделала, которая разрезала эту лепешечку. Она тонкая-тонкая такая. Она как будто раздваивается. Масло помазала вареньем и завернула рулетиком. Stimmt, как съела. Я у них взяла пасту. Паприка. Не, я их не могу. Я взяла паприка и томаты sogar zusammen. А, эй? Я. I land up in your lap. Why you pull me closer to your chest? I see it in your eyes. It's you already to be hurt again. Like nothing ever crashed. This is the best it ever gets. I see it in your eyes that we will get. Er ist endlich wieder. Bist du so groß wie Klaus eigentlich jetzt, oder? Nein, ist ein bisschen kleiner. Nee, noch nicht. Ein bisschen kleiner, ne? Aber größer als Oma schon mal. Wir haben, du, weißt du, was das ist? Das sind faule Hotdogs. Da sind Würstchen drin eingewickelt in Lavash oder so ein... Probieren gleich. Ja, Lavash. Ja. So, hier ist alles soweit fertig. Da kommt wieder, ja, auch. Lauf. Lauf, Leo. Lauf. Ja, mir ist es zu warm langsam. Ja, genau, die hast du lange nicht gesehen, ne, Leo? Ja, wer ist denn das bloß, du? Wie heißen die jetzt hier? Faule Hotdogs? Das sind so eine Art faule Hotdogs. Ich finde die sehr nicht aus, als wenn man einen kleinen Bock hatte und faul war, die zu machen. Nee, eigentlich. Dann, als wenn die noch viel aufwendiger sind. Ja, doch, die sind aufwendiger, das stimmt. Also eigentlich. Also komplizierte Hotdogs. Ja. Er schmeckt's? Ja? Okay, super. Sieht cool aus, aber. Ja, ich hoffe, dass es schmeckt. Ja, für Oma auch, sonst genau probieren. So, guten Appetit. Guten Appetit. Hier ist noch so ein Salat. Möchte ich einen Salat? Ja. Das ist ganz gesund. Mit ja, Max guckt. Aubergine. Ja. Und Kroketten? Mäuse, willst du Kroketten? Ja. Super, also bitte. Und du guckst, ne? Es ist 2:30, meine Mutter und Klaus wollen jetzt los. Ich räume gleich nochmal alles auf, was hier so ist. Wir haben alles abgeräumt. Vom Tisch ist es so, dass sie jetzt die Schublade und die Glasscheibe nehmen sie mit. Und den Rest bringe ich morgen mit, sozusagen. Guck mal. Ich glaube, ich versuche das nochmal auszubessern. Hier muss ich nochmal sauber machen unter dem Glas. Guck mal. Mache ich gleich nochmal. Und genau, ansonsten machen die sich alle fertig. Und du, Frechdachs. Voll groß, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Achso, die oben, die Kinder müssen nochmal. Müssen so. Noch klingeln. Sonst. Oh mein Gott. So, tschüss. Also, der Tisch, Teile vom Tisch verlassen uns jetzt. Wir machen jetzt tschüss. So. Ciao. Ciao. Ich komme jetzt mit und gebe nochmal die... Du kannst doch nicht so nehmen. Ich muss die Scheibe nehmen. Nee, ich nehme die Scheibe. Ach so. Und dann Picknickdecke. Guck mal, ich bin putschen. Meine Schuhe? Ich nehme jetzt schon wieder deine Schuhe. Nee, ja, nehme ich deine kannst Schuhe. Ja, Schnee gehen. Nee, ist da noch ein paar ist da. Oh. Dann nehme ich das. Vorsicht, Jana. Nein, Vorsicht. Vorsicht, Mama, Glas. Ja, pass auf, nee, das ist kaputt geht. Das ist so schade. Das wird so schade. Oh mein Gott. Komm, wenn ich das nicht. Ja, weiß ich nicht. Nee, ja, weiß ich nicht. Take a moment and look all around you. I don't want you caught up. Wir hatten gerade so unsere kleine Nikolaus-Bescherung und Max hat das neue T-Shirt angezogen. Passt, perfekt. Ich hatte immer das T-Shirt geholt, genau. Danke. Und die Hose hat er jetzt von Max, von Ash bekommen. Ja. Irgendwie hat er sich bestellt, aber dann passte sie noch nicht so gut. Groß. Ja, genau, war zu lang, ne? Ja. Groß, ja. Supi, sieht gut aus. Super.
Achso, das ist hier von Ash. Ich hatte ihm so eine Wellensteinmütze mal geholt, aber die sind zu groß, sagte er. Die hatte ich gekauft. Kostet nur 20 Euro. Ich hätte gedacht, viel mehr bei denen, aber nö, die behalten wir dann erstmal. So, ich komme gerade kurz vom Einkaufen. Ich habe für uns Wasser besorgt, für Max und für uns. Ja, jetzt ist es soweit. Der Tisch geht raus. Er zieht jetzt hier aus und geht zu Oma. Ich würde sagen, also ich habe schon alles umgeklappt. Wir versuchen das einmal. Oma oder davor für den Tisch? Ich erinnere mich gar nicht. Oma hat unseren davor, auch aus Holz, nur keine Holzplatte, auch in Weiß. Ach so. Also unten Platte, oben Platte, komplett Holz. Ah, doch, ich erinnere mich wieder. Ja, der ist etwas tiefer, aber die hat sich sehr gefreut. Die sagte, man kann da richtig viel, also viel besser dran essen, weil sie immer dran essen. Das ist ja deren Essplatz sozusagen, ne, mit Klaus. Deswegen, genau, ja, dann... Wollen wir ins Auto passen? Ja, ich hoffe. Also wir schleppen den jetzt mal. Ja, doch, das ist jetzt gar nicht so schwer. Nee, genau, dadurch, dass jetzt... Ja, geht, ne? Ja, muss sagen, das sieht schwerer aus. Oh. Na, so, vielleicht müssen wir drehen. Ja, gleich. Wir müssen... Ja. Und vor allem, die Cam muss aus. Guck mal, den Tisch konnten wir sogar einfach so reinstellen. Passt. Nee, bei Klaus wäre es nichts geworden. Ja, okay, Leo, du. Den gibt's gerade dazu. Ja, okay. Komm. Komm her. Das ist ja cool. Supi, geschafft. Na gut, dann fährt der Tisch morgen zu Oma. Traurig. Was? Nö. Ich hab schon gedacht, wenn man bei Oma ist, denkt man, man ist zu Hause, weil... Ey, das ist wirklich, das ist die Hälfte von Omas Möbeln, so, die sind entweder von uns früher... Ja, genau. Ja, oder von uns früher. Von uns früher, genau. Also, fertig. Ich melde mich zurück, ihr Lieben. Es ist mittlerweile auch schon abends hier. Ich habe die ganze Wohnung durchgesaugt, einmal alles durchgewischt und habe gerade mal die Kommentare gelesen. Viele von euch finden den Tisch ganz schrecklich, also dass er überhaupt nicht reinpasst, der neue. Ja, es ist immer so Geschmackssache. Also ich finde, der passt eigentlich ganz gut dahin, weil wir diese Holzart habe ich hinter der Couch zum Beispiel, das Board ist genauso aus dem Holz. Dann habe ich sowieso ja Holz bei mir noch mit dazwischen irgendwo im Wohnzimmer, sei es jetzt diese Übertöpfe oder halt diese Sitzkisten oder so, die sind ja auch aus der gleichen Farbe und ich mag das, ich weiß nicht, also ich habe schon zwischendurch mal Fotos gemacht, auch von dieser Ecke und ich weiß nicht, ob es nur im Video so ist, also der Tisch, meine Mutter meinte ja gestern auch, dass sie auf dem Bild gesehen hat, dass der Tisch so richtig verloren aussieht, also so richtig so mickrig, so klein, weil die Couch sehr, sehr wuchtig ist, ne? Die Couch ist recht groß. Jetzt muss eine neue Couch her. Nein, nur Spaß. jedenfalls dachte sie, der Tisch wäre wirklich sehr, sehr winzig. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Kamera bei euch auch so rüberkommt. Der Tisch ist nicht winzig. Der ist über 80 cm im Durchmesser und halt so hoch wie die Couch. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und wenn man den echt ins Wohnzimmer guckt, passt er ganz gut dahin. Das ist ein Phänomen, ne? Also ich... zwischendurch habe ich dann selber Fotos gemacht und muss auch sagen, dass der Tisch klein aussieht im Vergleich zu der Couch. Aber in echt ist es nicht so. Also da ist der Riesenkranz noch drauf. Ich weiß nicht, also ich mag das ganz gerne. Ja, wie gesagt, man muss halt gucken. Ich habe schon überlegt, okay, wenn jetzt irgendwie... aber mir gefällt das. Also wenn Adam sagen würde jetzt, nee, der muss da jetzt weg oder so, würde ich ihn vielleicht eher neben der Couch stellen. Aber das ist auch Quatsch. Also ich mag das. Ich habe das schon überlegt, unter den Fernseher habe ich schon ganz, ganz oft gesehen, dass diese Hemmnis-Kommoden, die wir ja auch von Ikea haben, einfach so ein Holzbrett quasi drauf bekommen. Oder auch so diese Vitrinenschrank hier auch. Da gibt es auch teilweise so Holzeinlegeböden oder obendrauf kannst du ein bisschen Holz drauflegen, sodass sie das so ein bisschen findet. Wie gesagt, ich finde weiße Möbel schon schön, ja. Aber mir fehlte nachher, also wir haben die Möbel ja sehr lange, auch den Couchtisch haben wir sehr, sehr lange schon gehabt, seit 2000, weiß schon gar nicht, also ein paar Jahre schon. Und irgendwie finde ich, dass auch Holz sich sowieso ganz gut zu Weiß integriert. Also ich finde, es passt. Ich will jetzt auch keine Möbel austauschen oder so, aber wie gesagt, also ich mag das leiden. Also wenn man in echt im Wohnzimmer... ins Wohnzimmer reinschaut, sieht es ganz gut aus. Ich habe auch die Kinder gefragt, ich habe auch gesagt so zu Max und Chrissy, so, mögt ihr das denn wirklich? Und die beide meinten, ja, passt auf jeden Fall.
rein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle drei an Geschmacksverirrung leiden hier oder so. Ich weiß es nicht. Also ich mag das. Das sieht ganz gut aus. Ja. Und man hat viel mehr Platz an der Couch. Also man kann da drum rumgehen, man hat auf dem Teppich halt mehr Platz, ich weiß nicht. Also ja, aber vielen von euch hat es nicht gefallen. Also viele haben jetzt geschrieben, Marie, der Tisch passt überhaupt nicht zum Rest. Aber wie gesagt, in der Küche haben wir auch diese Holzarbeitsplatte. Ich finde, man kann schon kombinieren zwischen Weiß und Holz, also diese Holzfarbe an sich, ne? Ich weiß nicht, ja, ach, Leute, es ist nur ein Tisch. Es ist nur ein Tisch. Es ist überhaupt nichts Schlimmes. Man kann immer noch sagen, so, okay, sonst hole ich von meiner Mutter den anderen Tisch, also nicht den sie jetzt bekommen hat, den wir heute ins Auto geschleppt haben, sondern halt den anderen weißen oder so. Da kann man vielleicht auch irgendwie was draus machen vielleicht. Wisst ihr, den wir davor noch hatten. Also wir hatten ja schon zwei Tische. Aber ist ganz amüsant. Ja, meine Hübschen. Na gut, ich will jetzt auch nicht lange hier um den Tisch drumherum reden. In echt sieht es gut aus. In echt sieht er auch nicht winzig aus oder so. Passt eigentlich ganz gut dahin von der Größe her, ne? Ja, na gut, ihr Hübschen. Also, ich würde sagen, ich beende mal diesen Vlog jetzt hier. Aber bei uns ist hier Feierabend. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch irgendwas essen wollen oder nicht, weil wir heute Mittag sehr gut gegessen haben. Vielleicht esse ich nochmal einen Salat oder so. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn ihr einschaltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.